So, hallo YouTube. Ja, heute öffnen wir die Lutschis für Januar 2023 und hoffe, dass die Musik nicht so laut ist. Ich sehe gerade, dass das einen höheren Ausschlag hat. Das muss ich wohl noch mal einstellen. Ich muss mal selbst mal hören einmal. Mit streamen. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So, jetzt sollte ich hören alles. Ja, das passt. Die Musik ist gar nicht mal so laut. Okay. Dann ist das ja schön. Hätte ich jetzt eher anders gewartet, erwartet, aber egal. So, also. Lutschi ist einmal dementsprechend Januar 2023 und mal gucken, was da so drin ist. Dann, ich habe es noch gar nicht geöffnet und diesmal habe ich tatsächlich noch nicht mal vorgeöffnet, also ist vorgeöffnet. Diesmal habe ich das die Klebedinger sogar dran gelassen, weil deshalb habe ich jetzt auch eine Schere und werde damit entsprechend logischerweise aufschneiden. Muss hier keine Angst haben wegen adressemäßig, weil das ist sowieso Packstation. Das ist auch dementsprechend ja verlinkt. Ne, wer mir was schicken will, darf immer gerne was schicken. Die Packstation. Und ich muss den ganzen Kabelkram einmal hier. So. Bin gerade überlegen. Ich glaube, ich mache das gerade mal anders. Ich werde mal ganz kurz mal, weil die Maus brauche ich nicht. Tastatur auch nicht. So. Dann bin ich hier ein bisschen freier. So. Live auf Twitch und später dann jup, öffne ich das Ganze einmal. Da kann ich das doch nicht mal öffnen. Ist toll. Toll, wie ich das öffnen kann. So. Ich will gar nicht reingucken. Ich lasse mal die Schere hier, weil ich brauche die ja noch. Meine Katze guckt nur so. Aber die liegt gerade nicht hier. Deshalb ist auch die Catcam auch nicht an. So. Also. Hier ist das Ding. Und ich werde einmal das Ganze. Doch. Die ist ja oben. So. Also. Als erstes. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ups.
ein T-Shirt. Wie immer bei mir, wenn der XL-Version. Da gucken, ich muss gerade überlegen, ob das XXL oder XL, aber XL wäre wahrscheinlich noch zu groß. Und eigentlich XL auch, aber das passt, wenn man passt. So, was haben wir denn hier? Ich muss mal selbst gucken. Okay. Das sagt mir gerade nichts, aber wir werden das später nochmal auflösen, was das sein kann. Und dementsprechend. So. Genau. Das sieht man, ne? Genau. Ihr merkt, die Webcam hat keinen Fokus. Die hält alles klar. So. So soll das nämlich sein. Gucken wir mal nachher, was das genau ist. Warum habe ich eigentlich überhaupt... Ach ja, habe ich auf, falls was kommt. So, dann, was haben wir denn hier? Ein Harry Potter Gymbag. Kann ich sogar aufmachen, okay. Was ist das? Kann mir das jemand sein, was das ist? Das ist ein Rucksack, ne? Sieht gerade nicht so aus, als ob das ein Rucksack ist. Warte mal, okay. Ich glaube, das ist Pappekram. Dahin. Genau, das ist eigentlich so ein ja, Rucksack kann man ja auch wieder nicht nennen, ne? Aber es sieht halt so auf dem Bild aus. Auf Quatsch. Da ist die Kamera. Nicht da. Gymbag. Achso, ihr seht das natürlich ein bisschen drum. Aber das können wir ganz kurz mal ändern. Ist das immer noch verkehrt rum? Nein. So. Weil ich habe wegen dem in der Cam habe ich das habe ich Spiegel verkehrt. So. Genau da. Gymbag. So sieht das im Endeffekt aus. Und so sieht das dann dementsprechend original dann aus. So. Wäre irgendwas vorhanden. So, sorry, Insider. So. Dann das Sekram auch weg. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben einen Kalender, den werde ich jetzt nicht aufmachen. Wir haben jetzt einen Kalender mit Deadpool 2023. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, was steht, was... Warum steht da ein 16-Monat-Kalender? Ich musste gerade zählen. Also, dementsprechend... Den Kalender... Wenn das Licht nicht so aufdingsen würde, ich mach doch mal nah ran.
Dann haben wir, ach du Scheibenkleister. Das mache ich gleich. So, dann haben wir, was haben wir denn hier nettes? Fort. Aber noch mal hier drumherum, ne? Fortnite. Das ist. Ich. Fortnite-Spieler können damit eher was anfangen, was das angeht. Das ist eine Waffe, glaube ich. The Metal Keychain. Fortnite. Ich sehe nicht gerade beeindruckt aus, ne? Was das geht. So, aber das, was hier mächtig groß, ich habe mich schon gewundert, warum das auch so leicht ist, grundsätzlich das Passpaket. Johnny Silverhand, wer kennt ihn nicht aus Cyberpunk 2077? Da ist eine Gitarre, die man sehen kann. Gibt zwei Versionen. Also es gibt einmal Johnny Silverhand und einmal V. Und ich habe halt jetzt Johnny Silverhand. CD Projekt, ja, genau. Ne, also gibt es im Endeffekt dann zwei Versionen. Da unten steht von 22 Moving Parts. Okay. Was ist denn das hier dann noch? Ich werde es jetzt nicht aufmachen. Noch nicht. Will mal gucken, ob ich das tatsächlich leicht aufmache. Und hinten hinter mir, wie man sieht, habe ich da ja einiges aus den Loot-Schießen, hinten hingestellt, hinter mir. Gucken, ob der dazu kommt. Weil das sieht schon nice aus. Kann man ja mal in die Details später gehen. Weil die Gelenke und so weiter, das sieht man richtig, die sind beweglich alles. Bin ich schon am Überlegen, ob ich das auspacke. Aber nein. Man sieht es aber auch, ne? Die Gelenke. Genau. Auch habe ich echt eine gute Cam gekauft. So, das sieht man dementsprechend ganz gut. Dass diese Gelenke da sind. Also, das ist wirklich, das ist wahrscheinlich dann damit gemeint, diese 22 Moving Parts. Das heißt, er kann. Man kann damit. Ich wollte gerade sagen, man kann mit ihm spielen. Ja, bestimmt was für Frauen. Aber so. Dann. Mal gucken, den werde ich wahrscheinlich hinten. Vielleicht werde ihn hinten einfach mal sehen im Livestream dann auch stehen haben oder auch bei dem nächsten YouTube-Video für die Loot-Schießt. Muss mal gucken. Ich gucke immer da oben hin. Da ist die Kamera. Hallo Kamera. So. Dann haben wir, ja, wie üblich, wie jedes Mal eine Postkarte drin. Sozusagen landet bei mir leider auch im Müll. Weil das einfach zu viel ist. Zu viel, was man aufhebt. So. Verschiedene Varianten, genau. Kommen wir mal zu den, was da jetzt drin war, was detailliert. Einiges wissen wir, das T-Shirt wissen wir aber nicht. Ach, T-Shirt.
die Widow, wie die da abgebildet war. Das ist vom KGB zum Adventure. Das ist ein vom Adventure Game. Ich gucke gleich mal genauer. Das ist jetzt nur. Ja, doch, das mehr steht hier auch nicht, ne? Also scheinbar Adventure. Die sagt mir aber nichts, ehrlich gesagt. So, dann dementsprechend die Cyberpunk-Figur, die Burgkalender, das hatten wir. Das war eindeutig und klar. So, dann ist hier noch ein Poster drin. Und okay. Und das Harry Potter Stringback ist in der Plus-Version drin. Also es ist dementsprechend in der Plus-Version drin. Genau. Und Fortnite, die eine Waffe. Es gibt natürlich dementsprechend bei Fortnite halt die verschiedenen Varianten, was die Waffen angeht. Und genau, so. Wert 4,95 Euro Marktwert. Stringback 9,95 Euro. Die Actionfigur, die wir gerade gesehen haben. Johnny Silverhand. Marktpreis von 24,95 Euro. Bezahle ich, glaube ich, für die Lutschis. Also vom Ding her, vom Wert her und so weiter. Also die Lutschis gerade auch T-Shirt, auch allein schon wegen T-Shirt, ne? 20 Euro Marktwert. Lohnt sich tatsächlich. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung. Ich bin davon selbst überzeugt. Dementsprechend gucke ich immer nach oben. Ich weiß, wie ich aussehe. Scheiße. So. Dann haben wir für Januar 2023 die Lutschis auch durch, so wie es aussieht. Ja. Da ist tatsächlich nichts mehr drin. Ich habe das manchmal hab ich das Gefühl, es wird weniger, aber halt, Vom Qualität her oder von dem, was man bekommt, etwas hochwertiger ist. Also das ist schon im Endeffekt, und das ist noch nicht mehr in der Plus-Version drin, das wäre auch in der normalen Version drin. Es gibt halt zwei davon Versionen, wer weiß, vielleicht hat die jemand anders ja wie. Ne? Aber das ist schon ganz nett. Gitarre und so, und scheinbar kann man die Hand auswechseln, weil dieses, ja, mal gucken, ob man das sieht, weil dieses kleine Teil, ups, ja, dieses kleine Teil, das ist eine Hand mit so. Das da unter weiß ich nicht, das kann ich gerade nichts mit anfangen. Aber schon interessant. Interessant, interessant. Gut, das Ding ist leer. Dann YouTube. Verabschiede ich mich mal schon mal. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich werde versuchen, wirklich jetzt auch monatlich, das mache ich weiter von seinen Twitch-Streams. Das ist dann ein bisschen besser, glaube ich. Dann deckt man da auch gleich mal über Twitch mit ab. dann sehen wir uns dementsprechend beim nächsten Mal bei Lutschis. Zum Lutschis öffnen. Und
allgemein, was Videos angeht, dann muss man mal schauen, was da noch so alles kommen wird. Muss man mal gucken. Also, dann sage ich danke fürs Zugucken, liebe YouTube-Zuschauer. Und wir sehen uns das nächste Mal. Also, tschüss.